Fehler. Weitere kleine Fehler. Tatsächlich. Ach verdammt. Mal schauen, ob das noch reicht. Aber ich glaube, das war ein Fehler zu viel. Aber diese Reihe fehlt zu viel, schade. Ich wäre erstaunt, wenn ich es noch schaffen würde. Sogar noch gereicht. War keine gute Runde, aber in 5 Sekunden habe ich es geschafft. Immer noch. Dabei könnten, ja, ich würde sagen, 10 Sekunden liegen drin. Ich glaube, 10 Sekunden liegen schon noch drin, ja. Doch.
Ich wäre ja eigentlich froh um meinen Ferrari 458 Italia GT3, aber den habe ich schon. Also von daher nicht so gut. Den kann ich verkaufen, beziehungsweise weggeben, weil das gibt ja kein Geld. Brauche ich nicht. Weil habe ich schon. Gut. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Was kommt als nächstes? Nehmen wir doch Willow Springs International Raceway Streets of Willow Springs. Mit einem Gruppe 4 Mustang. Fahren Sie von der Außenseite der Strecke aus in die erste Kurve hinein. Kurve 2 ist eine langsame Rechtskurve, in der es schwierig ist, den Bremspunkt zu erkennen. Zusätzlich entstehen aufgrund der engen Kurveneinfahrt viele Fahrfehler. Beginnen Sie zu bremsen und positionieren Sie sich dann auf der linken Seite. Setzen Sie Ihren Scheitelpunkt weit ans Ende der Kurve. Da hätte ich eigentlich X drücken können, damit es lädt. Aber egal. Shit. Ah, und da ist plötzlich gescheitert. Interessant. Locker ist zu schnell. Schlechte Kurve, aber okay. So, nächster Abschnitt. 3 bis 6. Setzen Sie in Kurve 3 einer abschüssigen Linkskurve Ihren Scheitelpunkt an den zweiten inneren Randstein. Kurve 4 ist nicht einsehbar. Orientieren Sie sich beim Bremsen an der Gabelung. Halten Sie sich in und nehmen Sie die Kurve eng. Fahren Sie mittig in Kurve 5 ein. Fahren wenn Sie den Scheitelpunkt auf Höhe des Randsteins erreicht haben. Okay. Hat einfach sehr, sehr schlechte Orientierung. So, nun der nächste Abschnitt. Kurve 7 bis Kurve 8 der Bowl-Kurve. Bremsen Sie, sobald Sie mittig aus Kurve 7 herausgefahren sind. Anschließend geht es in Kurve 8 die Bowl-Kurve mit einer 20-Grad-Neigung. Die Einfahrt in die Kurve ist relativ eng, also passen Sie auf, dass Sie nicht wegen zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve getragen werden. So geschafft.
Nächster Abschnitt, Kurve 9 bis Kurve 14. In diesem Abschnitt ist es schwer, eine Ideallinie zu finden. Mehrere Kurven sind nicht einsehbar. Verschieben Sie Ihre Linie nach rechts und bremsen Sie in einer geraden Linie. Fahren Sie dann in Kurve 10 ein. Bremsen Sie erneut, wenn der kurze, gerade Abschnitt beginnt, und fahren Sie dann in Kurve 11 ein. Diese Kurve ist eng, also passen Sie auf, nicht von der Strecke abzukommen. Fahren Sie mit Vollgas durch Kurve 12 hindurch, nun geht es auf die abschließende S-Kurve zu. Bleiben Sie auf der Innenseite, um Kurve 13 zu durchfahren. Kurve 14 führt durch eine ausgedehnte Schleuderplatte und beschreibt einen langen Bogen nach rechts. Nutzen Sie die weißen Linien der Schleuderplatte und das Gebäude im Hintergrund, um Ihre Fahrlinie im Auge zu behalten. Sie sollten mit Halbgas in einem Bogen fahren und Steine auf der Innenseite sehen können. Wow. Also richtig blind zu fahren. Irgendjemand hat wirklich Freude an dieser Strecke. Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand bei Polyphony Digital hat Freude an Velosprints. Ich frage mich, wird diese Strecke überhaupt genutzt? So, 26,9. Eine gute Zeit. Und jetzt noch der ganze Abschnitt. Also die ganze Strecke. In 1,19,8 muss ich das durchfahren. Naja, hat gereicht. War keine schöne Fahrt, aber hat gereicht. War zumindest schneller als der Lionel. Das ist auch gut. So, 50% geschafft. Und 50% des Kampagnenmodus geschafft. Schon wieder ein Hyundai Genesis. Ach verdammt. So langsam habe ich kein Glück mehr mit dem Gewinnen von Fahrzeugen. Ich gewinne immer den gleichen Scheiß. Sorry, wenn ich das sage, aber der Genesis gewinne ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Also eigentlich zum dritten Mal, weil das der Anfangswagen ist, den ich bekommen habe.
Gut. Also weiter mit der Kampagne. Jetzt gehen wir mal zu Horst Heathmile. Kurve 1 bis 4 und dann haben wir noch Kurve 5 bis 11. Okay, Kurve 1 ist eine Rechtskurve mit Anstieg, der in zweiter Hälfte in einem engeren Bogen verläuft. Gehen Sie vom Gas und bleiben Sie in der Mitte der Fahrbahn. Bei der Kurvenausfahrt sollten Sie auf die linke Seite fahren. In der anschließenden Rechtskurve sollten Sie ebenfalls vom Gas gehen und Ihren Scheitelpunkt in den Teil legen, in dem die Streckenoberfläche auf der rechten Seite heraussteht. Kurve 2 ist eine langsame Kurve oben auf dem Hügel, die als weite Kurve beginnt und im zweiten Teil enger wird. Bremsen Sie in einer geraden Linie ab, fahren Sie dann in die Kurve hinein und gehen Sie dabei allmählich von der Bremse. Hinter dem Hügel folgt eine Kurve nach links. Positionieren Sie Ihr Auto danach auf der rechten Streckenseite, um in Kurve 4 einzufahren, die mit Anstieg nach links verläuft. Bremsen Sie hier wieder in einer geraden Linie und lenken Sie ein, während Sie langsam von der Bremse gehen. Durchfahren Sie die Kurve weit außen. Die zweite Hälfte der Kurve verläuft in einem scharfen Winkel, weshalb Sie den Scheitelpunkt an den Kurvenausgang setzen sollten. Extrem unübersichtliche Strecke. Boah, ist das eng. Die Strecke war in Need for Speed Pro Street einfacher. Okay. Nächster Abschnitt. Kurve 5 bis 11 oder so. Ja. Die Ausfahrt der folgenden Rechtskurve mit Anstieg, Kurve 5, ist ziemlich eng. Legen Sie Ihren Scheitelpunkt daher weit in die Kurve hinein. Da man danach in Kurve 6, einer abschüssigen Linkskurve, leicht nach außen getragen wird, kann es nötig sein, am Scheitelpunkt leicht zu bremsen. Fahren Sie mittig aus der Kurve heraus, Kurve 7, eine Rechtskurve hinein. Hier fahren Sie zweimal über einen Scheitelpunkt, jeweils am Anfang und am Ende der Kurve. Gehen Sie bei der Einfahrt in Kurve 9, eine abschüssige Rechtskurve, vom Gas. Achten Sie in Kurven 10 und 11 darauf, die Kurven nicht zu schneiden, aber versuchen Sie, sie möglichst in einer geraden Linie zu durchfahren. Boah, die Strecke hat's in sich, die ist technisch ohne Ende. So, und dann noch eine Runde darauf.